Und da war er wahrhaftig, Ronaldo in Castrop-Rauxel. Im Hinspiel machte er allein den Unterschied zwischen Inter und Schalke aus. Jeder weiß, Ronaldo ist der beste Stürmer der Welt. Wie er den Ball behandelt, das ist schon ein Traum. Ich habe selten so einen erlebt. Hat Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Aber trotz eines überragenden Ronaldo, Schalke hätte dieses Spiel nicht verlieren müssen. Martin Max und die größte Chance, das wertvolle Auswärtstor zu erzielen. Und auch Marc Wilmots hätte trocken Danke gesagt, wenn der Ball nur ein wenig anders vom Pfosten abgeprallt wäre. Aber so gab es nur einen, nein, zwei Gewinner, Ronaldo und Branco, der Sohn von Johan de Kock. Papa organisierte das Trikot des Weltfußballers, war fürs Rückspiel aber ebenso gesperrt wie Thomas Linke, der andere Manndecker. Wunderkind Ronaldo kam nach Alemannia und räumte weiter alles aus dem Weg. Wer sollte ihn nur stoppen? Die etwas überraschende Antwort, Yves Eigenrauch. 8 Monate war er verletzt und sollte jetzt wieder ran, ausgerechnet gegen Ronaldo, da fiebert selbst ein Profi. Vor solch einer Kulisse, dann ob nun Bundesliga oder international, da stehe ich sowieso immer relativ ohnmächtig da. Die Aufregung kommt dann wieder, oh, hoffentlich kannst du alles so umsetzen, wie du gerne möchtest, hoffentlich machst du keine Fehler. Yves immer interessiert, wenn Handwerk auf Kunst trifft, wie beim Duell mit Ronaldo. Der Respekt riesig. Wir hatten auf der Bank das ein oder andere Mal Schwierigkeiten, auch alleine die Bewegung zu verfolgen, weil sie halt so schnell, so ansatzlos dann vonstatten gehen. Also muss man da wirklich den Hut ziehen und sagen, pff, mein Gott. Das Spiel zeigte schnell, Yves und Ronaldo, das passt, sogar fast synchron. Doch Yves ging es am Ende wie der Mannschaft. Großartig gespielt, aber glücklos. Dass man dann so, ja, blöd, sagen wir mal, doch noch verliert, das ist sehr traurig. Dabei hatte Mika Gosens Last-Minute-Tor die Verlängerung gebracht, die Schalker Träume wiederbelebt. Nach der Verletzung ein Tor, so, dieses Tor ist super für meinen Kopf. So kamen wir in die Verlängerung und dann dieser Blackout. Das passiert uns ganz selten, dass wir so ein Tor kassieren, aber es passiert. Ganz selten ist gut. Das erste Gegentor im 10. UEFA Cup Heimspiel. Taribo West in der 92. Minute. Alles Aufbäumen nutzte nichts. Verzweifeltes Anrennen wurde nicht mehr belohnt. Marco van Hoogdalem. Ich denke, wir waren gleichwertig in beiden Partien und von daher hat diesmal der Glücklichere gewonnen, letzte Mal genauso. Und dann muss man das akzeptieren, Fairness walten lassen, auch wenn es wehtut. Schwacher Trost, es war ein 1A-Abschied und er brachte Yves Eigenrauch eine Nominierung für die Nationalmannschaft.